zu viele Ausländer, Fragezeichen. Oder hier eben unheimliche Gäste. Wie gefährlich ist der Islam? Gefährlich fremd. Der Terrorismus hat was mit dem Islam zu tun. Wie geht es euch, wenn ihr manchmal am Zeitungsständer vorbeilauft und ihr seht so etwas vielleicht? Ja, was meint ihr? Da denkt man sich schon, muss ich mich jetzt für meine Religion entschuldigen? Ich finde, der Islam ist eigentlich eine schöne Kultur, aber sie wird immer schlecht dargestellt. Und dieses Thema ist sowas für die, wie sowas wie ein Joker, dass wenn sie keine Themen haben, haben die so eine Schublade, wo sie einfach den Islam rausnehmen und so schlecht darstellen. Vorurteile als Unterrichtsstoff. Lehrer Ramses Michael Reslati spricht mit seinen Schülern oft über ihren Platz in der Gesellschaft. Ihr Stadtteil Wilhelmsburg gilt als Hamburger Problemkiez. Meist sind es junge Menschen aus Vierteln wie diesem, die für Propaganda der Dschihadisten im Netz empfänglich sind. Umso wichtiger, in der Klasse darüber zu reden. Für mich ist das schon fast Alltag, weil ich, wenn ich auf Facebook bin, sehe ich mindestens ein oder zwei Videos davon. Wer möchte gerne sehen, dass jemand geköpft wird? Ich glaube auch nicht, dass in einem Koran oder Bibel oder sonstiges sowas steht. Ich denke auch, dass die Jugendlichen so eine Gehirnwäsche bekommen. Und ich glaube, das sind solche Menschen, die etwas brauchen, die so hochgepusht werden, weil sie zum Beispiel, wie Dylan gesagt hat, in der Familie vielleicht Stress haben. Wer die Sorgen benachteiligter Schüler ernst nimmt, schützt sie davor, abzudriften. Daran glaubt Reslati fest. In seinem zweiten Job am Landesinstitut für Lehrerbildung warnt er schon lange vor den Folgen von Ausgrenzung. Seitdem sich immer mehr Jugendliche radikalisieren, hören ihm viele zu. Armut, Perspektivlosigkeit, materielle Teilhabe ist für viele von meinen Schülern und Schülerinnen das große Thema. Und ich glaube, die allerbeste Prävention ist schlichtweg quasi die Menschen da zu beteiligen, wo es ihnen wichtig ist. Jemand, der quasi auch materiell angekommen ist, denkt meistens um einiges liberaler als jemand, der ganz unten steht. Und das ist egal, ob es dann jemand mit Migrationshintergrund ist oder ohne Migrationshintergrund. Wie ist das so wie bei dir? Gesellschaftliche Missstände thematisieren. Das entspricht auch Ramses Michael Reslatis Ansatz. Sein Rat an alle Lehrer: Nehmt die Radikalisierungsgefahr ernst, aber lasst euch nicht völlig verrückt machen. So eine ungefähre Grundregel, die man sagen kann, ist: Solange die Jugendlichen noch diskutieren, solange sie noch reden, solange sie noch provozieren, solange sie noch opponieren, ist eigentlich noch nichts verloren. Klingt simpel, aber nachvollziehbar. Jugendliche suchen ihre Identität, auch in der Religion. Sie ernst zu nehmen, ist der erste Schritt in Sachen Prävention.